Glück habe ich ihn schon sehr früh in meinem Leben kennengelernt und ich muss sagen, der Christoph Duge ist für mich viel mehr wie nur ein Anwalt. Kennengelernt habe ich ihn, glaube ich, 72 oder 74 in der Zeit, als ich mit dem Klaus Lemke liiert war. Da hat der Klaus ihn mir mal vorgestellt und hat gesagt, ja, der studiert jetzt noch, aber das wird mein Anwalt und der ist super und der ist einfach top. Und am Anfang, so bei den ersten Filmen, die wir gedreht haben, ist dann der Christoph und seine wunderschöne Ehefrau Elisabeth, haben immer als Statisten gearbeitet. Und die zwei sind mir sofort aufgefallen, weil die so eine schöne Harmonie ausgestrahlt haben, wie man sie eigentlich sehr selten finde. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Bei mir ist es so, ja. Ich habe zwar grüne Augen, aber ich bin von meinem Naturell her ein sehr blauäugiger Mensch und ich bin schon von Anfang an wirklich auf so viele Betrüger hereingefallen. Wenn ich den Christoph nicht gehabt hätte, dann hätte ich wirklich ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt. Und der Christoph hat mir frühzeitig gelernt, dass ich grundsätzlich keinen Vertrag mehr unterschreibe, den er nicht vorher gelesen hat. Und die anderen Dinge, die ich selber schon verbockt hatte, hat er mich überall rausgekämpft und zwar auf so eine elegante Art und Weise, weil der Christoph, der ist wie ein Florettfechter. Der hat so einen Charme drauf, mit dem er dann auch irgendwie den Gegner schachmatt setzt, weil man ihm nicht widerstehen kann. Bis jetzt ist es so, irgendwie, wenn man selber gute Erfahrungen gemacht hat mit seinem Anwalt, dann empfiehlt man den auch allen seinen Freunden. Und ich glaube, dass es fast überhaupt keine Künstler in München gibt, die noch nicht beim Christoph Duge waren und denen er nicht geholfen hat. Das Schönste, was ich und Fantastischste, was ich mit dem Christoph Duge erlebt habe, ist das, was auch zeigt, irgendwie, dass er wirklich viel, viel mehr ist als nur ein Anwalt. Ich hatte nämlich im Oktober 98 ein Aneurysma im Gehirn, was geplatzt ist mit Gehirnblutung und Koma, wo ich sofort irgendwie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und dann eine lebensgefährliche Operation hatte. Und als ich dann auf der Intensivstation wieder aufgewacht bin, die ersten Personen, die ich gesehen habe, waren die weiß gekleideten Ärzte, ein Teil meiner Familie und Christoph Duge. Und der Christoph ist zu mir hingekommen ans Bett, hat mich auf die Wange getätschelt und hat gesagt, Cleo, ich kümmere mich um alles, alles wird gut. Und da wusste ich, dass alles gut war und bin sofort wieder eingeschlafen. Wenn er da ist, weiß man, dass man nicht alleine ist. Und er hilft einem einfach immer, egal was es ist. Und zwar nicht nur rechtlich, sondern auch menschlich. Und deshalb, wenn ich mal vom Land, wo ich seit 12 Jahren wohne, nach München komme und Zeit habe, irgendwie gehe ich sofort zum Christoph, dann trinkt man einen Kaffee, dann tun wir die ganze Welt, alles was los ist, besprechen, politisieren und was weiß ich, nicht noch alles, Bücher austauschen. Und er ist wirklich mein Lieblingsfreund.